Also es ist definitiv, denke ich, ein Trend dahin zu beobachten, dass das digitale Einzug hält in die Schulen. Da muss man nur an die multimedialen Whiteboards denken, die jetzt eigentlich fast überall Einzug halten, selbst an Schulen, die finanziell nicht so gesegnet sind und in vielen Räumen noch die guten alten Kreidetafeln haben. Aber selbst dort gibt es jetzt ausgewählte Räume, wo eben auch ein digitales Whiteboard vorhanden ist. Und ich denke auch, dass die neue Lehrergeneration, die jetzt heranwächst und aus dem Referendariat in die Schulen geht, dass die natürlich auch ganz selbstverständlich mit dem Digitalen umgehen. Denn es war das, was quasi ihre Jugend dann schon mit begleitet hat. Also ich bin ja selber dann eigentlich schon mit Computer und computervermittelter Kommunikation aufgewachsen. Das ist also noch was ganz anderes als die Lehrergeneration davor. Ich glaube aber, dass man dann da auch wie so eine Art, ja, wie so ein, ja, es vollzieht sich so eine Art Generationenwandel. Es gibt aber, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Lehrerkollegen, die vielleicht noch gar nicht so an das Digitale herangeführt sind, dass sie da einen Mehrwert erkennen, die sich vielleicht auch sperren, die vielleicht auch sagen, ach, das ist mir alles zu anstrengend oder das muss ich auf meine in Anführungszeichen alten Tage jetzt vielleicht auch nicht mehr unbedingt lernen, denn mein Unterricht, den ich 20 Jahre gemacht habe, der hat auch ohne Computer gut funktioniert. Also warum jetzt diese neuen Dinge auch noch in meinen Unterricht implementieren? Und ich denke, dass man da schauen muss, dass man so eine gewisse Bereitschaft auch generiert, indem man zeigt, dass an gewissen Punkten ein Mehrwert wirklich vorhanden sein könnte, der den Unterricht bereichert. Und das ist etwas, was ich denke, was für die Lehreraus- und Fortbildung in den nächsten Jahren ein verstärktes Thema sein sollte. Also nicht nur unbedingt die Referendare quasi, die sowieso schon affin sind, in der Hinsicht zu sensibilisieren, sondern gerade Kollegen, die halt schon länger im Dienst sind und ja, die erstmal so eine gewisse Barriere vielleicht überwinden müssten, um sich daran zu tasten. Ich sehe ja auch oft, dass quasi das eigentlich schon fast erwartet wird, dass ein Seminar mit unterschiedlichsten Medien aufbereitet ist. Also wenn ich Akzente in den britischen Inseln unterrichte als Anglist, als Sprachwissenschaftler und Hörbeispiele nehme aus einem Lehrwerk, was jetzt knapp 8 Jahre alt ist, dann bekomme ich regelmäßig dann als Feedback in der Semestermitte, dass es ja ganz schön ist, wenn man solche Aufnahmen hat, dass aber Videoclips viel, viel besser sind, weil man da auch gleich noch was sehen kann und man kann es noch viel mehr genießen und ich sollte doch weniger von der CD, von diesen soziolinguistischen Aufnahmen was benutzen, sondern eher irgendwie schauen, ob ich was auf YouTube finde und so. Das mache ich dann natürlich und versuche es zu mixen mit den soziolinguistisch fundierten Interviews, die das Lehrwerk bietet. Es zeigt aber auch so eine gewisse Erwartungshaltung einfach, ne? Man kann das machen. Und jetzt möchte ich aber auch da in einer gewissen Weise mit einem Medienfeuerwerk auch unterhalten werden, damit die Veranstaltung für mich auch schön und unterhaltsam ist am Ende. Und ich glaube, das ist ganz schön gefährlich. Aber ich beobachte doch hin und wieder eine recht gefährliche Konsumhaltung, dass man quasi davon ausgeht, okay, das sind PowerPoint-Folien, die bei Moodle oder Stud.IP hochgeladen werden. Das lade ich mir einfach runter für die Prüfung, dann muss ich das einfach alles einfach lernen, dann gebe ich das vielleicht wieder, vergesse ich das wieder, aber ich habe die Veranstaltung oder das Modul abgeschlossen. Oder auch aufgezeichnete Vorlesungen, die letztlich auch diese Konsumhaltung irgendwie befördern. Ich setze mich dann zu Hause hin, wann es mir am besten passt, schaue mir das an und konsumiere passiv, was mir da geboten wird. Ich denke, das ist, und das versuche ich auch in meinen eigenen Lehrveranstaltungen irgendwie umzusetzen, dass das Anregen zum eigenen Denken, zum kritischen Nachdenken und zum Hinterfragen eigentlich das ist, was den Unterricht an der Hochschule oder an der Schule gemeinsam, also in beiden Umgebungen ausmachen sollte. Und kritisch hinterfragen, kritisch nachdenken ist schwer, ist anstrengend und erfordert,
ja, eine Eigeninitiative und ein wirklich auch angestrengtes Arbeiten. Es ist wesentlich schwerer, über Probleme nachzudenken und sich vielleicht auch selber zu befragen, ja, was ist denn meine Intuition zu einem gewissen Problem und warum habe ich diese Intuition, wie komme ich denn vielleicht zu einer Lösung, als das quasi mir in jeglicher Form aufbereitet, entweder digital oder auch in einer normalen Vorlesung oder in einem normalen Seminar, ja, vorgeben zu lassen. Und inwiefern dort digitale Medien helfen können, da suche ich selber noch nach einer Antwort. Also es ist, glaube ich, genau dasselbe Problem, was man vielleicht 10 Jahre früher gehabt hat, dass man eigentlich immer wieder so diesen Schweinehund, der dem Menschen inhärent ist, eigentlich so ein bisschen pieksen muss und quasi den, ja, dazu anregen muss, diesen Schweinehund zu überwinden und wirklich selber aktiv und denkend tätig zu werden, anstatt halt zu warten, dass das Wissen irgendwie zu mir kommt und im Trichter quasi in mich hineingefüllt wird. Und ich glaube, das ist ähnlich schwer mit digitalen Medien und Möglichkeiten, als es halt auch ohne digitale Möglichkeiten war. Die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass das Digitale eher noch mehr dazu verleitet, halt so eine Unterhaltungs- und Konsumhaltung zu bestärken. Man hat PowerPoint-Folien online, man hat vielleicht noch papierne Handouts dazu, man hat noch eine aufgezeichnete Vorlesung und vielleicht noch Lerninhalte mit YouTube-Links und so weiter auf der Ilias- oder Moodle-Plattform aufbereitet und man hat eine Vielfalt von Formaten, die man unabhängig vom Vorlesungs- oder Seminarkontext genau dann nutzen kann, wenn es einem gerade passt und wenn man ja, wenn es einem angenehm ist zu lernen. Also das ist ja auch oftmals so die Werbung, die für diese Vorlesungsaufzeichnung gemacht wird, ne? Dass man es bequem dann zu Hause oder in der U-Bahn oder so abrufen kann. Ich glaube, dass man damit halt wirklich diesen Trend des Bulimie-Lernens eigentlich forttreibt. Dieses mehr wissen müssen oder auch mehr wissen können, was unsere Zeit mit sich bringt, ist ja ein Trend, der nicht aufzuhalten ist. Wir spezialisieren uns immer mehr, unsere Gesellschaft bekommt immer mehr Nischen, es wird immer mehr Wissen generiert und es gibt immer mehr einfach, was man wissen kann. Ich glaube, dass es gefährlich ist, mit diesem mehr Wissen können auch ein mehr Wissen müssen zu verknüpfen in der Lehre. Und zu sagen, ja, ich packe das jetzt alles in diese vielen Formate, die können das dann lernen und am Ende wissen die das und dann ist gut, weil selbst wenn sie es zur Klausur vielleicht wissen, vergessen wird wahrscheinlich dann 50% schon im nächsten Monat sein. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man das Pferd andersrum aufzäumt und schaut, wie kann man denn das Digitale nutzen, um mit diesem riesigen Berg an Wissen effektiv umzugehen. Also quasi die Wissenslücke, die ich im aktuellen Moment habe, irgendwie möglichst greifbar für mich zu machen und dann zu schauen, wie komme ich daran? Wie bereite ich mir das auf, kommuniziere das vielleicht in meiner Arbeitsgruppe, dass alle damit umgehen können und wie mache ich dann auf verschiedene Weisen ein gescheites Ergebnis, was dann wiederum das gesamte Seminar zum Beispiel weiterbringt oder was dann als Arbeitsergebnis steht und ein Problem gelöst hat.